Triggerwarnungen, Vagina-Kostüme und rosa Mützchen. Der Feminismus von heute löst bei den meisten Frauen vor allen Dingen eins aus, nämlich Fremdscham. Kein Wunder, dass die meisten von uns damit nichts zu tun haben möchten. Ich bin keine Feministin, weil mein Mann mein Fels in der Brandung ist und nicht mein Klassenfeind. Dieses Schild habe ich als Mitglied der JA mal veröffentlicht und ich würde euch jetzt gerne sagen, dass ich das heute natürlich total bereue und ganz, ganz anders sehe. Aber ganz ehrlich, eine Feministin bin ich immer noch nicht. 1865, als die Frauenbewegung in Deutschland losgegangen ist, da wäre ich gerne eine gewesen. Denn damals war der Feminismus noch eine absolut richtige und gute Sache. Die erste Welle der Frauenkämpferinnen hat uns zum Beispiel das Recht zu wählen gebracht. Die zweite Welle dann das Recht zu arbeiten, sich scheiden zu lassen, straflos verhüten oder abtreiben zu dürfen. Dieses Engagement hat große persönliche Opfer und Risiken erfordert. Mein Respekt vor diesen Frauen könnte gar nicht groß genug sein. Ich übrigens nachher vergesse, schaut euch unbedingt noch das Video an, was im Osten besser ist als im Westen, denn da ist das Thema Gleichberechtigung auch nochmal ganz groß mit dabei. Und wenn Feministin sein heute noch bedeuten würde, dass man sich furchtlos für Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Gleichbehandlung aller Menschen weltweit ansetzt, dann würde ich mir das Wort quer auf die Stirn tätowieren lassen. Wenn es bedeuten würde, dass ich Teil einer Gemeinschaft wäre, wo man untereinander solidarisch ist, wo man handfeste Veränderungen auch unter persönlichen Risiken vorantreibt, bedeutet das nur leider nicht. Heute kommt es mir so vor, dass es beim Feminismus vor allen Dingen darum geht, zutiefst betroffen und mit fassungslosem Entsetzen auf der Shitstormwelle von Hashtag zu Hashtag zu surfen, wie ich diese künstliche Dauerempörung vom Sofa aus hasse. Sie können ein Dirndl auch gut ausfüllen, ist eine wirklich schlechte Anmache, aber es ist kein Plot für eine monatelange Diskussion. Ein geschmackloses Shirt ist kein Grund, einen weltfremden Physiker in einen Nervenzusammenbruch zu treiben. Hashtag Aufschrei. Dass wir uns da nicht falsch verstehen. Sexismus ist scheiße und er ist allgegenwärtig. Aber dieses öffentliche Gruppenjammern vermittelt das Bild, dass Frauen nicht in der Lage sind, solche Situationen selbstbewusst und souverän zu meistern. Ich finde, wir zementieren damit das Bild der Frau als hilfloses Opfer, der in der Situation selber keine passende Reaktion einfällt und die das dann im Nachhinein ausgleichen muss, indem sie sich hilfesuchend an die Öffentlichkeit wendet. Und zwar damit der Mann daraufhin dazulernt und sein Verhalten ändert. Als ob ich darauf angewiesen bin, dass ein Mann auf Sexismus verzichtet. Als ob ich mich von Anmachen zu meinem Äußeren triggern lassen würde. Als ob mein Ego auch nur einen Kratzer bekommen würde, wenn man mir nachpfeift. Und genau das ist auch mein Appell an alle, die von Sexismus betroffen sind. Es liegt in eurer Macht, etwas zu ändern. Ihr seid nicht darauf angewiesen, dass andere Leute sich reflektieren. Sexismus hat in eurem Leben nichts zu suchen. Wenn eure Kollegen oder euer Chef euch ungerecht behandelt, dann kündigt. Und wenn eure ganze Branche sexistisch ist, dann kündigt, schließt euch zusammen und eröffnet eine Firma, in der Übergriffigkeiten am Arbeitsplatz ein No-Go sind. Wenn euer Partner euch nicht respektvoll behandelt, dann verlasst ihn. Stellt euch das doch bloß mal kurz vor. Das würden morgen alle Betroffenen machen. Das wäre die Revolution, die wir dringend bräuchten. Und innerhalb von 3 Monaten wäre das ganze Thema erledigt. Ja, aber ich höre jetzt schon die Schnappatmung. Wir können ja nicht die Verantwortung bei den Opfern des Sexismus abladen. Nee, wir können auch noch 20 weitere Jahre passiv darauf warten, dass sich irgendwann mal die Gesellschaft ändert. Nur das wird der Feminismus dann leider ohne mich machen, denn dafür ist mir meine Zeit zu schade. Zumal ich nicht Mitglied in einem Club sein möchte, in dem sich die MitgliederInnen permanent gegenseitig vorwerfen, dass sie nicht richtig dazugehören. Denn längst nicht jede Frau, die sich gegen Diskriminierung einsetzt, ist auch eine richtige Feministin. Man muss schon absolut alles richtig machen, um in diesem erlauchten Kreise anerkannt zu werden. Eine richtige Feministin isst zum Beispiel keine Eier, weiß Peter-Autorin Michelle Kretzer. Eine richtige Feministin bekommt auch keine Kinder, belehrt uns Gymnasiallehrerin Verena Brunschweiger in ihrem neuen Buch. Und natürlich nimmt eine richtige Feministin bei der Hochzeit nicht den Namen ihres Mannes an, sagt zumindest Mareike Nieberding. Eine gute Frau tut dies nicht, eine gute Frau tut das nicht. Das klingt mehr nach Benimmunterricht als nach einer Befreiungsbewegung. Von wegen Solidarität unter Schwestern. Da herrscht ja bei den Kandidatinnen vom Bachelor mehr Zusammenhalt. Besonders deutlich wird das im Fall von Alice Schwarzer. Man kann zu ihren islamkritischen Aussagen stehen, wie man will. Aber diese Frau hat 45 Jahre unermüdlich für die Gleichberechtigung von Mann und Frau gekämpft. Zu einer Zeit, als man dafür noch belächelt, geächtet und angegriffen worden ist. Für Netzfeministinnen ist sie trotzdem eine Ausgestoßene, weil sie nicht nur den bürgerlichen Sexismus kritisiert, sondern eben auch den in der muslimischen Welt. Und das ist ja voll rassistisch und gemein und irgendwie auch so bäh. Und eine Community, in der man so mit verdienten Mitstreiterinnen umgeht, die muss doch auf normale Frauen total feindselig und stutenbissig wirken.
Wenn ich normal sage, dann meine ich damit Frauen, die mitten im Leben stehen, die nicht den ganzen Tag Zeit haben, sich mit irgendwelchen Feminismustheorien zu befassen, weil sie vielleicht arbeiten gehen müssen oder Kinder betreuen, Eltern pflegen oder Hausarbeit verrichten. Was hat denn der Feminismus diesen Frauen anzubieten? Und was hat er schon erreicht? Schauen wir uns doch als Beispiel mal die Lohnlücke an. Ratet doch mal, um wie viel Prozent der durchschnittliche Einkommensunterschied, also der unbereinigte Gender Pay Gap, in den letzten 25 Jahren gesunken ist. Ich sag's euch, um 0%. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass es keine Betreuungsplätze gibt und Mütter deshalb nur halbtags arbeiten können. Falls ihr euch jetzt fragt, was der Feminismus denn so gemacht hat, während er dieses Problem nicht gelöst hat, richtig. Free Bleeding. Das ist eine Bewegung von Frauen, die während ihrer Menstruation das Blut einfach laufen lässt. Wie Kiran Gandhi, die den London Marathon demonstrativ ohne Tampon läuft. Denn Tampons sind Vergewaltigung. Während man sich, mit Verlaub, um so einen Scheiß kümmert, wird ein großer Teil der Frauen ganz bewusst auf der Strecke gelassen. Nämlich die Frauen, die halbtags oder vielleicht sogar ganztags Mutter sein möchten. Denen wirft der Feminismus vor, sie würden sich damit in die Abhängigkeit ihres Partners begeben, sie wären ein schlechtes Vorbild für junge Mädchen und sie würden sich damit ins Unglück stürzen. Dass sie damit glücklich sein können, streiten moderne Feministinnen ihnen ganz einfach ab und unterstellen ihnen, sie würden lügen, um den Mythos der glücklichen Mutter weiter am Leben zu halten und auch andere Frauen in diese patriarchalen Strukturen zu locken. Dafür werden sie dann offen als Heimchen am Herd oder als Glucke beschimpft. Und spätestens da ist bei mir Schluss mit lustig. Denn das greift in das Selbstbestimmungsrecht der Frau ein. Und da scheint auch ein großes Missverständnis vorzuliegen. Der Feminismus hatte doch nicht das Ziel, so viele Frauen wie möglich an der Betreuung ihrer eigenen Kinder zu hindern, sondern er sollte ihnen eine Wahlmöglichkeit verschaffen darüber, was eine Frau mit ihrem Leben gerne machen möchte. Wenn das Kinder bekommen und backen ist, dann ist es gut. Und wenn das CEO in einem DAX-Konzern ist, dann ist es auch gut, solange beides freiwillig erfolgt. Weder der Ehemann noch Alice Schwarzer haben das Recht, auf diese Entscheidung irgendeine Art von moralischem Druck aufzubauen. Und apropos der Mann, wir können nicht über Feminismus reden, ohne auch mal kurz auf das Männerbild zu schauen, was vom modernen Feminismus verbreitet wird. Feminismus hat nichts mit Männerhass zu tun. Das ist das wichtigste Mantra der feministischen Bewegung überhaupt. Und damit mir niemand Unvoreingenommenheit unterstellt, glaube ich das jetzt einfach mal. Es sei mir aber doch der dezente Hinweis gestattet, dass man diese Botschaft wahrscheinlich noch glaubhafter vermitteln könnte, wenn man auf Hashtags wie Men are Trash und die Schilderung von Mordfantasien in der Öffentlichkeit weitestgehend verzichten würde. Aber mal im Ernst, der Umgang mit Männern ist tatsächlich der wichtigste Grund, warum ich mich von der Bewegung überhaupt nicht angesprochen fühle. Diese Walt Disney-Erzählung vom Mann als Täter und der Frau als Opfer, das ist mir einfach zu kindisch. Fakt ist doch, wir Menschen wurden alle in den letzten tausenden Jahren in das Schema von Weiblichkeit und Männlichkeit gepresst. Ob das sinnvoll ist, ob uns das entspricht, wie ein Menschsein abseits von dieser bipolaren Ordnung aussehen könnte, wer dabei auf der Strecke bleibt, das sind alles Fragen, die bisher noch viel zu wenig gestellt worden sind. Und zwar sowohl Frauen als auch Männer. Für mich ist keine Gruppe pauschal das Opfer der jeweils anderen. Beide Gruppen sind in ihren Klischees gefangen. Und wenn wir da jemals rauskommen wollen, dann nur zusammen. Ich habe mit den meisten Männern mehr gemeinsam als mit den modernen Feministen. Vielleicht seht ihr das ja aber auch ganz anders, dass wir gar nicht in diese Geschlechterrollen gepresst worden sind. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und schaut euch noch dieses Video an von MyLab. Das ist total spannend. Da geht es ums weibliche und männliche Gehirn. Hier unten findet ihr noch das Video, von dem ich vorhin gesprochen habe, warum Ostdeutschland besser ist als Westdeutschland. Dabei auf jeden Fall ganz viel Spaß. Ich sage erstmal Tschüss und bis nächste Woche.